Der oberste Dienstherr bei einer Truppe im Umbau. Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt besucht Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee bei Potsdam. Das Einsatzführungskommando leistet in meinen Augen erstklassige Arbeit. Es wurde einmal mehr deutlich, wie viele Stränge hier zusammenlaufen. Es wird auch künftig erforderlich sein, diese Einsatzbezogenheit darzustellen. Das Einsatzführungskommando setzt politische Vorgaben in militärisches Handeln um. Hier werden Einsätze der Bundeswehr im Ausland geplant und geleitet, etwa in Afghanistan. Im Rahmen der Reformdiskussionen schließt Guttenberg eine Verkleinerung der Bundeswehr von rund 250.000 auf 150.000 Soldaten nicht aus. Dies sei ein mögliches Szenario, das durchgerechnet werden müsste. Wenn es eine Verkleinerung der Bundeswehr geben sollte, und das ist ein Teil der Alternativen, die wir ja durchprüfen, dann muss Zielsetzung sein, dass eine verkleinerte Bundeswehr dann auch die Möglichkeiten erhält, den Einsatzszenarien der Gegenwart und der Zukunft effektiv zu begegnen. Anfang September will Guttenberg Varianten für die künftige Struktur der Bundeswehr vorstellen. Auf dem Prüfstand steht dabei auch die Wehrpflicht. Teilweise, so der Minister, werde mit der Einberufung von Wehrpflichtigen gerechnet und teilweise ohne.